Fußballfreunde, in diesem Video wird es besonders emotional. Alle WM-Finals seit 1998. 1998 bis hin zu 2022, der Sieg von Lionel Messi und Argentinien. Es geht auch gleich los mit dem ersten Mal mit den Franzosen. Gegen Brasilien 1998, Zinedine Zidane, Zizou, da hat er noch Haare, zumindest ja ein paar noch. Macht das 1:0 per Kopf in der... Ja, 28. Minute per Kopf, da hat er auch noch was gemacht, 2006, 8 Jahre später. Das war aber kein Tor, sondern ein Kopfstoß. Aber dazu kommen wir ja später noch. Oh, Emmanuel Petit, das war eine Chance, das war eine Großchance. Die lässt er liegen, ob sich die nicht noch rächt. Foku Hila auf jeden Fall mal am Start hier. Oh, so frei durch. Gibt's doch nicht. Muss sie mit dem schwachen Linken nehmen, aber trotzdem, da ist mehr drin. Ob sich das nicht rächt, Zinedine Zidane. 45 plus 2 macht's nochmal per Kopfball. Macht der Teufelskerl 2 Kopfballtore in dem WM-Finale. Fabian Barthez gegen R9 Ronaldo. Setzt sich durch in diesem prestigeträchtigen Duell. Oh, Grätsche. Gibt das Rot? Das gibt tatsächlich Rot. Das gibt Rot für die Franzosen. Desailly, Marcel Desailly. Geht mit Rot runter. Geht nochmal was für die Brasilianer. Oder können die Franzosen den Sack zumachen? Können sie nicht. Oh. Es bleibt weiter spannend. Die Führung wirkt komfortabel, aber wir wissen, 2:0 Führung in dem WM-Finale seit diesem Jahr, das heißt gar nichts. Das kann innerhalb von 10 Minuten sich alles ändern. Oder innerhalb von einer, die Brasilianer, knapp drüber. Oh, der hat die Latte noch touchiert. Oh, 1998 war doch das Finale sogar in Frankreich. Petit, 90 plus 1, jetzt macht das. 3:0, Deckel drauf, Affe tot, Klappe zu und Frankreich ist zum ersten Mal in der Geschichte Fußball-Weltmeister damals. Oh, diese Bilder, wunderschön. Fabien Barthez kann es gar nicht glauben, der Torhüter. Und er hebt den Pokal, nicht der Torhüter, weil Frankreich hebt den Pokal in den Nachthimmel. Und 4 Jahre später, Japan und Korea die WM, wieder Brasilien im Finale gegen Deutschland. R9 Ronaldo gegen Oliver Kahn. Vergibt, oder misst, ich wollte es auf Englisch sagen. Wieder R9 gegen Oli Kahn. Oliver Kahn bleibt ganz souverän. Der beste Spieler des Turniers damals. Die beiden besten Spieler, R9 Ronaldo und Oliver Kahn, aber da wäre er machtlos gewesen. Aber Latte von der Nummer 15. Oh, Schuss, Pfosten von den Deutschen. Wer war denn das? Wow, das war ja ein Roberto Carlos-Manier. Zack, und der Torhüter war da noch dran. Wer war denn das? Ich hab's nicht gesehen. Oh, Ronaldo, und da lässt Oliver Kahn liegen. Da lässt er ihn liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Kindheitshero. Der Grund, warum ich als Kind den FC Bayern gar nicht so doof fand. Oliver Kahn. Und der Grund, warum ich damals Torhüter wurde. Oh, das tut weh. Den einzigen Fehler in diesem Turnier und den größten Fehler seiner Karriere vermutlich in dem Spiel. Und dann macht Ronaldo das 2:0 und Oliver Kahn ist hier chancenlos 10 Minuten vor Schluss. Deckel drauf. Oder kommen die Deutschen nochmal? Kommen sie nochmal! Es geht nicht. Oliver Bierhoff trifft nicht und die Deutschen schaffen es nicht, werden nicht Weltmeister. Brasilien ist Weltmeister zum 5. und bisher letzten Mal in ihrer Laufbahn. Immer noch der Rekordweltmeister mit R9 Ronaldo. Und Cafu hebt den Pokal in den Nachthimmel von Japan und Südkorea. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war es in Tokio das Finale. Italien gegen Frankreich. Dann sollte das Finale in Deutschland sein. Wieder die Franzosen. Elfmeter. Malouda fällt. Keine Diskussion. Zinedine Zidane gegen Gianluigi Buffon. Zwei absolute Goats. Zinedine Zidane. Eiskalt. Der Typ ist kalt wie Eiswürfel, Freunde. Kalt wie Alaska, würde Bushido sagen. Und da ist das Marco Materazzi, 19. Minute. Kopfball, 1:1. Genau per Kopf, wie Zidane ja bei den Turnieren davor oder bei dem Finale davor. 1998 zweimal per Kopf treffen sollte. Es war ja sein letztes Spiel als Profi. Lattentreffer für die Italiener. Wieder mit dem Kopfball. Luca Toni. Und was ist jetzt? Ja, 90. Minute ist vorbei. Es geht in die Verlängerung. Zidane noch, der geht dann. Dieser Kopfball ganz frei. Und das kann er bei Weltmeisterschaften. Aber Buffon hat die Tatze dran, lenkt ihn an die Latte. Und es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und was ist jetzt passiert? Da liegt ein Italiener. Und es ist genau dieser Kopfstoß von Zinedine Zidane. Und er geht am WM-Pokal vorbei. Das kann, trauriger geht gar nicht.
Willy Sagnol, Buffon und Barthez. Barthez, der ist schon Weltmeister gegen Pirlo, der ist es noch nicht, aber der ist trocken. Der ist trockener als ein guter Rotwein. Ich kenne mich nicht aus mit Rotwein, Freunde. Die Musik, die Musik. Oh, der erste ist richtig gut geschossen, der Franzosen. Es geht ins Elfmeterschießen. Es ist nur Spannung drauf. Matteo Materazzi. Materazzi! Barthez ist im Tor, aber Materazzi trifft. Oh, Ori. Oh, oh. Wer war denn das? Die 20. Oh, war nicht dahinter. Was, Trezeguet? Ja, Trezeguet. Oh, nicht dahinter. Und die Italiener sind souverän und haben den Vorteil. Haben den Vorteil. Sie haben begonnen zu schießen und sie sind auch noch vorne. Eric Abidal. Der muss treffen. Eric Abidal. Ganz souverän. Ganz souverän. Abgezockt, der Kollege für den Verteidiger. Pirlo und Cannavaro umarmen sich. Und ganz souverän ist es die 7, was Del Piero. Alessandro Del Piero. Barthez weiß genau, recht viel Spielraum habe ich nicht mehr. Willy Sagnol. Willy Sagnol macht's. Ganz trocken, der Bayern-Verteidiger. Und er gibt immerhin Italien die Pflicht. Sie müssen's machen. Sie müssen selber entscheiden. Und es ist Fabio Grosso. Fabio Grosso. 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 Macht's. Und schießt Italien zum Weltmeistertitel. Und ja, bei den letzten beiden Weltmeisterschaften waren sie dann nicht mehr dabei. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, Cannavaro hebt den Pokal in den Nachthimmel von Berlin. 2010 die Niederlande gegen die Spanier. Beide zu dem Zeitpunkt noch nicht Weltmeister. Erste Parade gehört Iker Casillas. Na, gehört Van der Sar. Und David Villa ans Außennetz. David Villa ans Außennetz. Oh, dieser Kick von Nigel de Jong. Das ist einfach glatt rot. Aber damals gab es halt nur Gelb für das hier. Ja, Gelb. Ja, mir nicht, gell. Robben gegen Casillas. Das ist die 70. Minute schon. Und der bleibt so lange stehen. Der hat gepiekt damals in diesem Spiel. Und Arjen Robben, guckt euch den Blick an. Der weiß genau, was das bedeutet. Vielleicht nicht den WM-Titel für sein Land. Und Puyol, der ist da und das ist ein Fighter. Das ist... Oh, David Villa. Wie kann er den nicht machen? Da war noch ein Verteidiger dazwischen. Oh, leck mich fett. Es ist zu intensiv. Man weiß, wie es ausgegangen ist, aber es ist zu intensiv. Das war das zweite WM-Finale, das ich so wirklich mitbekommen habe nach dem ersten 2006. Und jetzt Fabregas, mein Lieblingsspieler, auf Andres Iniesta. Und das ist der Mann für die großen Tore. Der Mann für die großen Momente. Und der Mann, der hier das Tor macht, kurz vor Schluss. Schluss, aus die Maus. Macht den Jubel für seinen verstorbenen Freund, für den spanischen Fußballer. Ich weiß nicht, Dani Jorge, siempre con nosotros. Dani Jorge, immer bei uns. Und... Oh, kurz durchatmen vor diesem WM-Finale. Jérôme Boateng fühlt es auch schon ordentlich. Deutschland gegen Argentinien. Er guckt schon drauf. Deutschland, die werden das Ding machen. Higuain, der tragische Held in diesem Finale. Und da ist er schon, da ist er schon. Das ist ein 100%iger, kein Abseits. Und der macht das so schlecht. Den hätte ich halt auch nicht weiter daneben geballert. Oh, Hüvedes, Hüvedes! Hüvedes, Benedikt Hüvedes, der Schalker. Hätte er sich ganz groß machen können. Messi, Messi, und das sind Millimeter. Das sind Millimeter, die ihn damals vom WM-Titel getrennt haben. Stellt euch mal vor, der wäre Doppelweltmeister. Ja, das wär's. Aber damals wollte die Geschichte noch nicht Lionel Messi diesen WM-Titel gönnen. Damals noch nicht. Es sollte noch dauern. Aber mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze, 113. Minute. Und mir fällt gerade auf, dass bei den letzten 4 Finalspielen, bei allen eigentlich. Oh mein Gott. 2006 Verlängerung, 2006 Elfmeterschießen, 2010 Tor in der Verlängerung, 2014 Tor in der Verlängerung, 2018, gut, das war regulär. Und nur jetzt wieder Elfmeterschießen, also richtig heftig. Und Götze feiert mit Großkreuz. Und jetzt Frankreich-Kroatien 2018, das vorletzte Finale. Hey, Mandžukić mit dem Eigentor, der Stürmer. Es gibt wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt für ein Eigentor. Also, es gibt nie einen guten, aber das ist definitiv der schlechteste. Zumindest in der 18. Minute. Perisic macht den Ausgleich. Die Kroaten haben einfach das Mindset. Die kommen zurück. Die sind back wie englische Rücken, Digga. Aber die Franzosen... Oh, Perisic. Perisic, genau der Torschütze. Genau der Torschütze. Kriegt den an die Hand. Und der Videoschiedsrichter gibt ihn. Zu Recht. Aber es ist bitter. Subasic muss halten gegen Griezmann, macht aber nicht und Griezmann macht dann seinen Tanz, oder? Ja. Oh mein Gott, Griezmann.
Ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Genauso wie ich. Rebic. Rebic hat die Chance, aber Hugo Lloris. Oh, da sieht er noch deutlich jünger aus. Merkt ihm auch die Jahre an. Pogba im zweiten Schuss. Macht's. 3-1. Das ist eigentlich die Vorentscheidung. Das ist eigentlich die Vorentscheidung. Aber ein Topstar der Franzosen hat noch nicht. Er hat noch nicht. Er hat noch nicht. Die 19, der 19-Jährige. Er wird und er macht. Und er wirbelt und er macht das 4-1. Er macht das 4-1. Der Topstar Kylian Mbappé. Mit 19 Jahren kürt er sich zum ersten Mal zum Fußball-Weltmeister. Und ich leg mich fest, das wird nicht sein letztes. Es könnte durchaus sein, dass der nochmal einen Titel holt. Dann noch dieser Aussetzer von Lloris und Mandzukic macht noch das Tor. Aber das ist ein schwacher Trost für das Eigentor am Anfang. Es kommt einfach zu spät und Frankreich ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Boah, was für ein Moment. Auch für die Kroaten richtig schade. Und auch 4 Jahre später sollten sie ja im Halbfinale scheitern. Aber eben nicht den großen Titel holen. Und 2022 Argentinien, Frankreich. Boah, hyped. Hyped. Kann man nicht oft genug sehen hier. Man hat es ja noch nicht so oft. Oh, die Maria fällt. Die Maria fällt. Es gibt Elfmeter. Lionel Messi. Das ist so cool. Das ist so cool, wie der den geschossen hat. Was der für eine Vergangenheit mit Elfmetern hat. Und er musste sich gedulden, bis er 35 Jahre alt ist. Aber jetzt scheint ihm der Knoten hier aufzugehen. Und dieser Konter ist auch so perfekt gespielt. McAllister darüber auf die Maria. Und der macht's einfach. Die Maria und Messi machen's. Oder, ja, die Maria und Messi, die beiden Leader, die beiden Allstars, die Oldies. Oh. Und was ist dem bedeutet? Oh mein Gott. Nicht klug gemacht. Kolumani nimmt das natürlich an von Otamendi. Emiliano Martinez ist ein Elfmeterkiller, aber Mbappé schießt zu gut. Oh, und der ist eiskalt. Und da wusste man, ab jetzt ist es ein Finale. Aber dass es 10 Sekunden oder 30, 90 Sekunden später diese Aktion gibt und er den auch noch Volley nimmt und trifft. Da muss man einfach, ich habe gerade keinen Hut, aber da muss ich einfach die Kapuze ziehen. Wow. Was ist dieser Kylian Mbappé bitte für ein Weltklasse-Fußballer, den wir hier erleben. Da kann man einfach mal klatschen, ja. Sehe ich auch so. Unfassbar. Messi. Lautaro Martinez wird geblockt. Es waren Chancen da und der Dropkick hier, der war richtig geil. Von Fernandes. Oh, nochmal Martinez, der geht nicht rein. Aber nochmal. Rein. In die Mitte zu Messi. Der Schuss, Abschluss, aber Messi steht da mit rechts. Messi zwirbelt irgendwie über die Linie, war nicht im Abseits. Messi macht es in der Verlängerung. Jetzt muss es das doch sein. Momentum auf einmal wieder völlig verrückt auf der Seite der Argentinier. Obwohl man davor das Gefühl hatte, die Franzosen geben das hier nicht mehr aus der Hand und drücken. Und dann dieser Schuss. Und wer war es? War es Paredes oder Fernandes? Na, es war tatsächlich die 4. Es war Molina wieder. Und Mbappé nochmal ins rechte, ins linke Eck. Und macht ihn nochmal. Die Elfmeter sind einfach perfekt geschossen. Da kannst du dann auch nicht klagen oder so. Das ist glücklich. Das ist einfach gut. Kolomoani. Und das ist der Beste. Ich leg mich da fest. Das ist für mich ein Save, der die Fußballgeschichte verändert hat, Freunde. Sonst wäre Messi niemals Weltmeister geworden. Das war in der letzten Sekunde. Oh mein Gott, da darf man gar nicht nachdenken. Legende. Oh, und ist dran am Elfmeter von Mbappé. Aber der trifft 3. Und der war, ja, so frech und so riskant von Messi. Aber er weiß es einfach. Er muss vorangehen. Komm auf, verschieß den ersten. Martinez hat ihn. Und das ist wichtig, denn die Ballerrolle rollt ihn rein, genau. Tchouaméni, aber auch der vergibt. Und mit einem 2-1 plus der Tatsache, dass du noch nachschießen darfst, da weißt du, da hast du gute Karten. Und es ist Molina. Ist es überhaupt Molina? Montiel. Oh, das war schon der Letzte. Es war schon der Letzte von Montiel. Das Ding ist vorbei. Argentinien ist Weltmeister. Messi feiert. Und das waren alle WM-Finale seit 1998. Und wenn dir dieses WM-Video hier gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und angucken.